Meine Damen und Herren, liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, wir begrüßen Sie wieder ganz herzlich zu unserem jahreszeitlichen Sternhimmel-Video. Wir, das sind Oliver Debus zu meiner Linken und ich bin Joachim Labudde. Wie es dazu kommt, dass wir zu den verschiedenen Jahreszeiten auch unterschiedliche Anblicke des Sternhimmels genießen können, hatten wir im Video zum Frühjahrshimmel ausführlich erklärt, sodass wir uns heute hierzu kurz fassen wollen. Auf ihrer Bahn um die Sonne zeigt die Drehachse der Erde immer zum gleichen Punkt am Himmel, bei uns zum Polarstern. Da die Erdachse schräg auf der Umlaufebene steht, hat das zu den verschiedenen Jahreszeiten unterschiedliche Beleuchtung durch die Sonne zur Folge. So ist im Sommer die Erdachse zur Sonne geneigt, dass die Sonne über der Nordhalbkugel unseres Planeten hoch steht, im Polargebiet sogar gar nicht untergeht, sogenannter Polartag oder Mitternachtssonne. Dementsprechend ist es auch bei uns viel wärmer und die Tage länger, weil der Tagbogen der Sonne länger ist als im Winter und die Nächte entsprechend kürzer. Je weiter nach Norden, je kürzer die Nacht. Ab dem Polarkreis können die Bewohner dieser Breiten im Hochsommer keine Sterne sehen, mit einer Ausnahme, unsere Sonne. Sie haben richtig gehört. Unsere Sonne ist ein Stern wie all die anderen, die Sie nachts am Himmel sehen. Oder umgekehrt, die Sterne am Nachthimmel sind Sonnen wie unsere. Kein Stern steht uns aber so nah wie unser Heimatstern. Astronomisch gesehen lächerliche 150 Millionen Kilometer. Das Licht durcheilt diese Entfernung in etwa 8 Minuten. Zum nächsten Stern ist das Licht bereits 4,3 Jahre unterwegs, weshalb wir diese Entfernung auch Lichtjahre nennen. Ein Lichtjahr ist die Entfernung, die das Licht in einem Jahr zurücklegt, nämlich 9,46 Billionen Kilometer. Durch ihre große Nähe darf man unsere Sonne getrost auch den am besten erforschten Stern nennen. Sie ist ein Gaskörper von rund 1,4 Millionen Kilometer Durchmesser, dem 109-fachen der Erde, mit einem Gemisch aus etwa 75% Wasserstoff und 20% Helium und einem kleinen Rest anderer Elemente bis zum Eisen. Mit ihrer gewaltigen Energieerzeugung durch Kernfusion im Inneren bei rund 20 Millionen Grad, die Angaben in der Literatur schwanken, hat die Sonne die Entstehung des Lebens auf unserem Planeten ermöglicht und steuert globale Klimavorgänge wie Luft- und Meeresströmungen. Wenn Sie die Sonne selbst beobachten wollen, so ist das grundsätzlich möglich, wenn Sie einige Sicherheitsregeln beachten. Das Sonnenlicht ist im Brennpunkt eines Fernrohrs so heiß, dass man sich ungeschützt irreparable Schäden bis zur Erblindung holt. Ich habe das in meinen Vorträgen regelmäßig ebenso drastisch wie einprägsam ausgedrückt und wiederhole das auch hier. Ungeschützt können Sie nur zweimal in Ihrem Leben durch ein Fernrohr auf die Sonne gucken, einmal mit dem rechten, einmal mit dem linken Auge. Am besten verwendet man einen Sonnenprojektionsschirm, auf den das Teleskop wie ein Diaprojektor die Sonne projiziert, was den Vorteil hat, dass auch mehrere Personen beobachten können. Oder man nimmt einen Folienfilter, die man mit einer selbstgemachten Fassung vors Objektiv setzen kann, so wie hier gezeigt. Aber auch hier darauf achten und vor der Beobachtung kontrollieren, dass die empfindliche Folie keine Beschädigung hat. Sonnenfilter zum Einschrauben in das Okular werden heute aus gutem Grund nicht mehr angeboten, da sie in der Hitze platzen können mit den erwähnten Gefahren für das Auge. Nachdem die Sonne spät am Abend untergegangen ist, wollen wir uns den anderen Sonnen, den Sternen, widmen. Zum Auffinden hilft sehr gut unsere drehbare Sternkarte, wie wir sie im letzten Video erklärt haben, zu der es außerdem auf unserem Kanal ein ausführliches Video gibt, auf das wir am Schluss per Link hinweisen. Wichtige Grundeinstellung der Sternkarte ist folgende. Wir stellen die Uhrzeit auf das Datum des Beobachtungstages, im Sommer eine Stunde Sommerzeit addieren und der Ausschnitt der Karte zeigt den aktuellen Sternhimmel. Im Westen verabschieden sich die letzten Sternbilder des Frühlings. Vom großen Wagen bzw. großen Bären im Nordwesten
finden wir über die Verlängerung der Deichsel des Wagens zum Bärenhüter weiter im Südwesten die Jungfrau. Momentan sieht es so aus, als hätte sie zwei Sterne zu viel. Es sind aber der Planet Mars unweit des Hauptsterns Spica und der Saturn östlich von ihr, jedoch bereits im weniger auffälligen Sternbild Waage. Gerade Saturn lohnt schon im Einsteigerfernrohr den Anblick, hier ein Foto von Oliver, zumal der Planet zurzeit günstig steht und ab Sonnenuntergang beobachtet werden kann. Hier noch ein Bild des Saturn von Oliver, näher herangefahren mit einem großen Amateurteleskop. Zuletzt noch ein Bild des Planeten, das bewusst den Planeten überbelichtet, damit man die helleren der Monde schön sieht. Es gibt übrigens eine Methode, mit der sich Planeten und Fixsterne auch mit bloßem Auge recht zuverlässig unterscheiden lassen. Wie wir an den Bildern gesehen haben, sehen wir die Planeten bereits im kleinen Fernrohr als scheibenförmige Objekte. Während wir bei den Fixsternen so viel vergrößern können, wie wir wollen, sie bleiben wegen der riesigen Entfernung Punkte. Die Folge ist ein so dünnes Lichtbündel von den Fixsternen, dass die Luftunruhe unserer Atmosphäre es regelrecht zerfasert, was wir als typisches Flackern der Sterne wahrnehmen. Planeten strahlen dagegen wegen des größeren Lichtbündels ruhiger. Den Süden dominieren die Sommersternbilder, allen voran das berühmte Sommerdreieck mit dem Stern Vega in der Leier, fast genau über uns, den Deneb. Welcher Kreuzworträtselfreund kennt nicht den Stern mit 5 Buchstaben im Sternbildschwan und dem Atair im Adler. Die Leier ist ein kleines Sternbild, bei dem die schwächeren Sterne ein Parallelogramm bilden. Zwischen den beiden unteren Sternen steht ein wunderschöner Gasnebel, M57 genannt, Überrest einer Sternexplosion und in nicht starken Optiken erkennbar. Ich habe ihn vor kurzem fotografiert. Neben der Vega steht in Richtung Deneb, also im Nordwesten, ein schöner Doppelstern, den ein gutes Auge auch ohne Fernrohr als solchen erkennt, Epsilon Lyrae. Natürlich wirkt er im Fernrohr noch eindrucksvoller. Dass Zwillinge, wie beim Menschen, auch unter den Sternen keine Seltenheit sind, zeigt gleich das nächste Beispiel im Sternbild Schwarm, das wegen seiner Form auch Kreuz des Nordens genannt wird. Am Fuße des Kreuzes, Deneb entgegengesetzt, steht der Doppelstern Albireo. Ein herrliches Objekt schon im kleinen Teleskop. Bläulich leuchtet er rund 10.000 Grad an der Oberfläche heiße Hauptstern, orange der kühlere Begleiter. Überhaupt ist die Gegend vom Schützen hinauf über den Schwan bis zum W der Cassiopeia ein interessantes Beobachtungsgebiet. Verläuft hier durch das Band der Milchstraße. Unzählige Sterne unserer scheibenförmigen Galaxis, auf deren Kante wir blicken. Vergessen wollen wir auch nicht westlich der Leier das nicht allzu helle Sternbild Herkules, des Helden der griechischen Sage. Die Mitte bildet ein Viereck, an dessen rechter westlicher Seite etwa in der Mitte der bekannte Kugelsternhaufen M13, der als Fleckchen schon im Feldsticher gesehen werden kann. Kugelhaufen gibt es eine ganze Menge, die unsere Galaxis wie ein Halo umgeben. Unterhalb des Sommerdreiecks steht das große, aber unscheinbare Sternbild des Schlangenträgers. Interessanter wird es aber noch weiter im Süden, wo die eindrucksvollen Sternbilder Skorpion und Schütze stehen, bei uns leider recht tief am Horizont. Wer zum Beispiel im Mittelmeerraum Urlaub macht, kann die Pracht der dort höher stehenden Sternbilder genießen und mit dem Feldstecher in der Milchstraße wandern oder Gasnebel suchen. Östlich vom Sternbild Adler steht noch das kleine, aber einprägsame Sternbild des Delphin. Am Horizont die Tierkreissternbilder Steinbock und Wassermann. Letztere gehören schon zum Herbststernhimmel, der sich im Osten mit den Sternbildern Pegasus, Andromeda und Perseus ankündigt. Mit dem Perseus verbindet sich ein alljährlich im Sommer wiederkehrendes Phänomen. In den Tagen um den 8. August herum kann man besonders viele Sternschnuppen sehen, die scheinbar aus dem Sternbild Perseus kommen, weshalb sie auch Perseiden genannt werden. Da dies der Namenstag des heiligen Laurentius ist, der für seinen Glauben den Märtyrertod erlitt, wurden sie in der
Bevölkerung früher auch die Tränen des heiligen Laurentius genannt. Es handelt sich um Überreste eines Kometen, die sich auf seiner ehemaligen Bahn verteilt haben und in die die Erde immer an derselben Stelle hineinrast, wie eine Kanonenkugel in einen Mückenschwarm. Zu den Herbststellenbildern jedoch mehr in unserem nächsten Video zum Herbst. Bis dahin wünschen wir Ihnen schöne Sommernächte mit Blick in die Sterne. Ihr Joachim Labudde und Oliver Debus.